Hallo Leute und herzlich willkommen zu Formel 1. Ihr seht gerade noch im Blackscreen, das sollte sich aber gleich ändern. Heute fahren wir in China. Ich bin nicht so ein Riesenfan von dem China Grand Prix, aber naja, da müssen wir jetzt durch. Regnen tut es eigentlich nicht, aber naja. Übrigens beim Vietnam-Rennen, wo das Spiel abgestürzt ist, wir sind dann einfach rausgeflogen, wir wurden halt einfach disqualifiziert. Naja, was soll's. Auf jeden Fall geben wir jetzt hier ordentlich Vollgas, direkt zum Beginn, ja. Und hoffen, dass dieses Rennen ein bisschen besser wird. Wie gesagt, der China Grand Prix feiere ich jetzt nicht so hart. Aber ist auf jeden Fall besser als der von Japan. Alter, ich bin schon wieder so am Struggle, ey. So krank, ich spiele einen Tag keine Formel 1, ich kann nichts mehr, Digga. Ja, ich versuche jetzt eine gute Qualifying-Zeit hinzulegen, in der Hoffnung, dass es etwas nice drin liegt. Also guck mal, was ist passiert? Wieso ist Bottas plötzlich so weit vorne? Hä? Also irgendwie verstehe ich die KI sowieso überhaupt nicht, Digga. Aber naja, was soll's. Alter, wie schlecht schon wieder. Wie kann es denn sein, dass wir nie weit vorne starten können? Hä, was mache ich denn falsch? Okay, Leute, jetzt gilt es ernst. Möglichst viele Plätze wieder gut machen und vielleicht auf dem Podest abschließen. Das wäre auf jeden Fall schön. Okay, wir sind hier gut gestartet auf jeden Fall. Ich versuche hier hinter Bottas Ey! Digga, ich hab schon jetzt wieder keinen Bock mehr. Als ob der Frontflügel schon wieder kaputt ist. Meine Fresse, ey. Scheiß Hamilton, Alter. Also, ja, hier im Spiel jetzt. Und ja. Ey, was soll die Scheiße? Wieso werde ich die ganze Zeit von allen abgeschossen? Och, Junge. Oh, okay, es hat geklappt. Bin niemanden angekommen, bin Dritter. Das Problem ist, die haben alle wahrscheinlich wieder bessere Autos. Guck mal, wie die schon wieder davonziehen. Was soll ich denn machen? Ich hoffe, ich kann auf dem dritten Platz bleiben. Gut, das wird wahrscheinlich eh nicht der Fall sein. Aber es wäre auf jeden Fall schön. Das Problem ist halt auch, auf der Geraden haben wirklich alle schnellere Autos, weil wir auch wieder schlechten Motor haben halt. Oder noch nicht so einen guten, ausgebauten Motor. Und ja, da seht ihr Perez. Oh, lol, es hat nicht gereicht. Ja, das ist halt schade, ne? aber ja. Die können halt jetzt an alle an mir vorbeiziehen. Das ist sehr schade, wirklich. Ey. Oh, wer rammt mich da? Irgendjemand ist mir hinten reingefahren, glaube ich. Und jo, guck mal, wie schnell das ist. Ja, Junge, wie soll ich mich... Ich kann ja nichts dafür, wenn das Auto langsam ist, Junge. Was sagt ihr mir jetzt hier? Konzentrier dich, sonst verlieren wir mehr Plätze. Halt doch die Fresse, Alter. Ja, da zieht der Nächste neben mir vorbei. Ey, Junge. Ach komm, jetzt hab ich da wirklich keinen Bock mehr, Digga. So, und da kommt der Nächste, der an mir vorbeizieht. Oh, hä, wieso bremst er denn so komisch ab? Was hat er denn gemacht? Ah, oh. Ja, der ist selber schuld. Lol. Bottas hat ein Problem, hä, nice. Geil. Halt's Maul. Wieso habe ich jetzt trotzdem eine Strafe bekommen? Hä, es hat gehießen, das Safety Car ist vorbei, jetzt habe ich trotzdem eine Strafe bekommen, geil. Geil, was für Durchfahrtsstrafe, was ist das? Okay, wir gehen auf jeden Fall diese Runde an die Box, hat er glaube ich auch gesagt. So, jetzt kommt aber Verstappen, genau. Okay, schade. Schon wieder. Oh nein, jetzt habe ich nie nach vorne geguckt. Okay, warte, das war dumm. Hä, wieso habe ich denn jetzt eine Strafe bekommen? Ich habe gar nichts. Nein, ich habe nicht die Session. Verdammte Scheiße, Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Mann, Leute, was ist denn heute los? Schon im letzten Rennen so scheiße gewesen. Irgendwas ist gar nicht gut, Digga. Ich versuche hier wieder hinter Bottas einzuschleusen. Diesmal geht es sogar hinter Bottas. Okay, ja, ich versuche jetzt halt Bottas möglichst nah aufzufahren die ganze Zeit. In der Hoffnung, dass ich halt nicht direkt überholt werde von allen möglichen. Mein Heckflügel ist kaputt. Wollt ihr mich verarschen? Okay, und da kommt auch schon Verstappen, glaube ich, ja. Oh lol. Okay, ja. Da kommt Verstappen. Okay, er kommt aber nicht ganz vorbei, okay. Glück gehabt. Lol, was ist mit Bottas? Lol, Bottas ist raus. Hä? Oder? Nee. Hä, wieso hat er mich vorgelassen? Doch, Bottas ist raus. Wir dürfen wirklich nicht schnell fahren, Digga. Okay, Mick ist auch an die Box gegangen, warum auch immer. Aber egal. Okay, hier können wir ein bisschen schneller. Okay, hier müssen wir sowieso abbremsen wie die Kurve. Ich
Ich bin so stupid, wieso bin ich nicht an die Box gegangen? Wieso bin ich nicht an die Box gegangen? Wie lost kann man denn sein? Wie lost kann man denn sein? Uiuiui, Alter. Und wir gehen auch auf jeden Fall jetzt in dieser Runde rein. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich gehe jetzt aber direkt hinter dem Safety Car in die Box, weil. Digga, der soll doch aus dem Weg gehen. Digga, scheiß Safety Car, Alter. Wir machen jetzt nämlich den Boxenstopp, weil dann haben wir den gemacht und die anderen noch nicht. Die 2,7 ist relativ schnell sogar, das geht eigentlich voll klar. Oh lol, Alter, oh Gott, Alter, okay, so, warte mal. Ja, das Ding ist, wir sind jetzt halt, oh Gott, wir sind jetzt halt letzter und haben, Alter, was haben, wieso haben wir denn so übertrieben viel Abstand zu Latifi? Was ist denn da los? Holy shit, okay. Und wir versuche ich jetzt aufzuschließen zu den anderen. Und dann, wenn die alle anderen an die Box gehen, können wir die halt überholen mit ein bisschen Glück. Lustig, hat mir jetzt gerade gesagt, ja, der ist aktiviert. Bringt mir noch nichts, da mein Heckflügel gar kaputt ist. Ich weiß gar nicht, wieso das der kaputt ist, weil ich bin mir nicht sicher, ob Alben oder weil dann der Verstappen war es, ganz am Anfang mir hinten reingefahren ist und der dann irgendwie kaputt ging oder so. Aber es sieht halt nicht so aus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es scheiße, weil wir kein DRS benutzen können. Das heißt, das Überholen wird für uns richtig schwierig. Okay, Leute, wir sehen jetzt hinter Latifi. Ich versuche jetzt mal... Oh, scheiße, Digga, diese ersten zwei Kurven verkacke ich immer so hart. Versuche ich zwar noch hinter mir noch ein bisschen an ihn ranzukommen und ihn dann zu überholen. Das wäre so ein bisschen das Ziel auf jeden Fall. Okay, ich versuche jetzt innen durch. Oh, scheiße, jetzt hat er zugemacht. Okay, warte, doch. Das reicht, oder? Nein, er hat ein schnelles Auto, guck mal. Sogar er hat... Ja, aber jetzt funktioniert der erst wieder. Okay, sie haben es schon mal gefixt. Nice, ja. Boah, ich muss aufpassen, wenn er bremst. Oh. Alter, das war knapp, ey. Okay, aber wir sind gut hinter ihm. Vielleicht können wir ihn noch überholen. Das wäre auch immerhin das, Alter. Oh, scheiße, ich muss auf die Reifen aufpassen. Wieso denn das? Oh, lol. Ja, hat geklappt. War ein bisschen umständlich, aber hat geklappt. Keine Berührung. Nice. Jetzt geht's an Schumacher, Alter. Unser Teammate. Huch. Weiß ja nicht, ob wir den noch überholen. Er ist 4 Sekunden vor uns. In 2 Runden. Eieiei. Okay, Leute, wir sind jetzt hier hinter Mick. Klappen hier auch direkt die DRS-Klappe auf. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen näher kommen. Jetzt aber gut bremsen, Alter, sonst gibt es einen Unfall. Das wollen wir auch nicht. Besonders nicht mit Mike. Also Mick. Dann sagt er, glaube ich, Mick, oder? Nicht Mike. Oh, lol, da vorne raucht ein Auto. Ja, lol, wie geil. Raikön ist rausgefallen. Ey, aber das ist so gut für uns. Das ist so gut. Weil wir können jetzt, also wir sind jetzt beide halt einen Platz aufgestiegen in der Hoffnung. Oh, das war knapp. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier Mick irgendwie noch überholen kann. Klar, dann fällt er halt einen Platz zurück, aber egal, dann finden wir einen Platz weiter vorne. Okay, letzte Runde. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Mal gucken. Auf jeden Fall, diese Platzierung wäre so geil für... Scheiße, nein. Diese Platzierung wäre so geil für unser Team. Jetzt einfach nicht zurückfallen. Okay, ich kann ihn ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr überholen, weil ich nicht mehr so schnell Kurven fahren kann. Okay, das ist aber egal. Einfach nicht mehr zurückfallen. Das ist jetzt gerade oberste Priorität. Das wäre so gut, wenn wir beide so weit vorne wären. Das wäre so gut. Oh, bitte, ich kann das Rennen noch auf dem 6. Platz beenden. Bitte, bitte, bitte. Nein, Ricardo. Bitte nicht. Oh. Alter. Okay, Leute. Letzten paar Kurven noch. Okay, Mick, können wir auf 4... Nein. Oh. Alter, es ist so kritisch. Die ganze Zeit. Oh. Finally, endlich fertig. Oh mein Gott. 6. Platz geht voll klar und Mick 5. Alter, top. Ja, er ist Fahrer des Tages. Das ist so wichtig. Das gibt ihm wahrscheinlich wieder so viele Punkte. Boah, so gut gemacht. Das brauchen wir nicht gucken. Boah, so gut, Mick. Das hast du gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ist Charles Leclerc gewesen, weil das ist ja mein Rivale. Ich hoffe, der war hinter mir. Oh, Leute, okay, wir sind auf jeden Fall schon mal im Voraus. Das ist immerhin gut. So, Leute, das war's. Das nächste Rennen wird der große Preis von den Niederlanden. Niederlande finde ich eine geile Spricke und ich glaube, da werden wir auch wieder einmal Erster werden. Ich fände es auf jeden Fall cool.
Wie dem auch sei, das war es mit dieser Folge Formel 1. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like oder ein Abo da. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alter, ich kann nicht mehr reden. Ciao.